weiter geht's weiter mit der munteren Reise durch Krokotopia von Willi und Tim. Hallo, ich bin Willi. ich grüße euch. Nicole? Tim, bitte sag hallo, Tim. Tim. Ach, lassen wir ihn zurück auf den nächsten Raum, Nicole. Runter, Tim. Ach, sag hallo, Tim. Geht nicht. Okay. Hört ihr mich? Ja, hallo, Erik. Hi. Sag hallo, verdammt! Bin der da? Spät. So, das wird jetzt aber hier ein mythoslastiger Kampf. Oh, du warst weg. Ja? Wir starten einfach eine Folge, wenn Erik nicht da ist. Das ist nicht das erste Mal diese Staffel. Oh, herrlich. Ich meine schon, ich werde aber nur... Erisch, dafür haben wir dich hier, damit du gemobbt wirst. Darum erstmal die Unterstützung von mir. Holst du Amanda? Ja. Die haben wir schon eine Weile nicht mehr gesehen, nachdem Wilhelm sie einmal nicht in den Kampf gelassen hat. Ja, er sagt Wilhelm. So, nein, ich bin hier weiter unproduktiv. Yes, da. Der junge Willi. Oh, oh. Oh, durch diese Heilung fängt meine Nase an zu kribbeln. Das passiert mir bei Fitzheilung nicht. Nick, weißt du, was traurig ist? Der junge Willi hat mich schon mehr geheilt, als der Schatten je geheilt hat. Kann das sein? Ja. Ich glaube, er mag seinen neuen Namen. Er fühlt sich jetzt mehr mit mir verbunden. Bin ich ganz ehrlich. Und jünger. Amanda, hallo. Wie geht's dir so? Frau Mortadella. Oh. Nick, schau es dir an, wen sie schützt. Ja, ich sehe es schon. Sie weiß einfach, wer sozusagen ihr wahrer. Hey Erisch, hast du eine Ballonsklinge für mich? Oh, so die coole Dreierklinge. Und irgendwas? Nicht. Bitte? Hast du gesagt, ich krieg das nicht? Ich sagte. Nee, nichts habe ich gesagt, glaube ich. Ach so. Ich sagte einfach, sie weiß, wer ihr wahrer Beschwörer ist. Mhm. Und Willi ist es nicht. Auch wenn er so aussieht. Stimmt. Ich meine, er könnte, wenn er wollte. Er ist ja Beschwörer, also. Das ist natürlich schon. Ja, eben. Schon mittelmäßig glaubhaft, würde ich sagen. Aber Amanda Nicole. Hat endlich erkannt, ich bin der Wahre. Amanda, ich bin dein Vater. Eieiei. Die Arme. Scheint ein bisschen verwirrt zu sein. Ich glaube auch. Sag mal, Nicole. Ja. Was hältst du von Amanda Mortadella und was gibst du dem einen Typen dafür einen unwürdigen Tod? So kein Tod. In dem du den die ganze Zeit bestrahlst. Oh. Ich glaube, ich setz mir die nicht. Da finde ich Pip. Erik, hast du eine Klinge für mich? Nicht wirklich, nein. Ich hab eine Falle für dich, theoretisch. Schade. Wo willst du sie haben? Hier auf dem Eis. Das ist wahrscheinlich am ehesten, oder? Vielleicht reicht mal Angriff, ja. Ich habe meinen Außenring. Das stimmt. Ich bin. Habe ich Nicole schon gefragt, was sie von Amanda hält? Wenn ja, ich habe es vergessen. Du hast sie gefragt, aber sie hat noch nicht geantwortet darauf. Ah, Nicole, was hältst du von Amanda Mortadella? Es stört mich ein bisschen, dass Erik einen blauen Manda in diese Sturmgegend hier gebracht hat. Das ist nicht so schön. Hör doch auf zu monken, Nicole. Nicole ist richtig am monken. Es wird immer schlimmer mit mir, ja? Ja, echt, je älter du wirst. Ist wirklich so. Es ist ganz schlimm. Ich merk schon. Schlimm. Ja. Marlene zieht mich da einer schon mit auf. Also, immer schlimmer. Aber ich muss sagen, es ist sehr beruhigend, wie sie da steht und mit den Händen so Sachen macht. So. Ja, wie sie so chemisch ihre Finger reibt. Das ist super. Ja, das ist. Ich hab ein gutes Gefühl. Oh, guck mal, Amanda möchte mich buffen. Das stimmt. Das beruhigt einen irgendwie. So einen verschlagenen Typen, oder wie man eine verschlagene Frau in seinem Team zu haben. Also, ja. Nicole? Ja. Ja. Das sie gut. Nee, Nicole ist ein monkener Rambo. Aber schlagen kann sie auch. Das stimmt. Nicht verschlagen. Nein! Ach nee. Oh. Komm, bitte. Du bist echt eine wahre Enttäuschung, weißt du das? Da kommt der Vertreter und zeigt Willi, wie es geht. Ja, guck mal, der macht zumindest Schaden und treffen kann er auch noch. Das kannst du, Nick.
Diese Folge deprimiert mich jetzt schon, das ist der erste Kampf. Wenn der Vogel einfach alles aufräumt und Nick einfach nichts hinbekommt. Mann. Es geht zu Ngozi! Ja! Ach, endlich. Hat ein bisschen gedauert, der Dungeon. James! Ich komm nicht rein. James! Da ist James! Aha, James, der ist unwichtig, aber James! Er ist James ist seine Marionette! Was? Ich will auch seine Marionette werden! James! Kommst du bitte in den Kampf? Ich halte Sicherheitsabschnitt von Rahea. Hallo? Ja, ich komme. Hey, Rahea ist ganz toll, glaub mir. Ja, immer diese lila Mann da. Du musst ihn doch kennenlernen. Er ist bestimmt genauso... genauso lieb wie, Hedge. Was glaubt ihr, wer betrügt mehr? Ngozi, der Betrüger, oder der Heilungsvertreter Fitz? Der ist voll lieb, mein Vertreter. Der betrügt ich nicht. Ich hab schon Ngozi. Ja, ne? Er hat gute Intentionen. Und ich will mein Superpip behalten. Was? Wer bricht Hände? Ich habe gerade so halb zugehört, Erisch. Ich hatte Scheiben und nicht Hände. Ach so. Und Fitz bricht gerne Scheiben. Er ist doch auch bei der Mafia, haben wir gesagt, oder? Hände drauf. Stimmt, die Fitz-Familie ist eine Mafia-Familie. Wenn dir einer von den Fitz die Hand schütteln möchte, Erisch. Ja. Da hast du doch keine Hand mehr. Ja doch, ja. Die ist nicht ab, nur ziemlich zerquetscht dann. Ja, wie gesagt, ist funktional keine Hand mehr. Das ist funktional, hat man nicht gehört. Ich zumindest nicht. Aber du weißt, dass ich gesagt habe. Ja. Das ist dann sehr, sehr beeindruckend, muss ich zugeben. Oh, es ich bin schon nicht. Ganz gut, dass Vertreter Fitz auf unserer Seite ist. Ja, ja, stell dir vor, wir müssten gegen ihn kämpfen. Wir würden alle sterben. Nee, der kann nur einhören. Ja. Er ist der Malice-Outed Fitz. Oh, wie schade. Patrick Sturmschwert ist offline. Ha, er wird uns nicht mehr beitreten. Hm. Oh, das ist doch noch unbedingt. Du wolltest adden, ne? Unbedingt. Ja, ah. Dann hilft er mir auch andauernd, wenn ich mal. Ah, so ein Mist. Ich glaube, dieser Kampf ist gar nicht so einfach. Nicole Schraub stellt. Ah, Fitz! Achso, nee. Fitz macht eine Klinge. Nee. Ich dachte schon. Nicht. Oh, Tim. Wäre aber nicht gefallen. Gezaubert gerade. Also, mir wäre so ein Fitz-Einhorn ziemlich gelegen. Oder? Ich bin irgendwie noch immer halb angeschlagen hier. Vielleicht möchte er einen guten Auftritt, das ist so kurz vor knapp ist. Wir sind fast tot und dann kommt er mit seinem Einhorn. Das stimmt. Nicole, tötest du die außer Ngozi? Ich kann einen Frosch hinterher machen. Ich kann einen Sandsturm hinterher machen, wenn du möchtest. Dann kannst du deine Klingen aufbauen. Ja, okay, ja. Dann buffe ich mich mal weiter für den Angriff auf Ngozi gleich. Dann kann endlich mal Willi zeigen, was in ihm steckt. Endlich mal! Nicole, also, das funktioniert, das Fahrzeugmaschine steckt in ihm. Es wird langsam kritisch für Nicole, schau dir das an, Erisch. Ach, keine Sorge. Wird Nicole auch mal einen Staffel tot kriegen, nachdem wir beide schon welche haben? Nee, gleich ist er. Achso, er zaubert. Mann, hier ist er, denke ich, verzeilt. Die geht dann gleich. Boah, Nicole. Echt? Oh ja, der ist tot. Der ist auch tot. Jetzt gleich noch Rahea, komm, hol den lila Mann da. Noch einer. Stoß Rahea von der Klippe, Nicole. Rahea wird uns niemals verraten, Nick. Eher als die anderen beiden. James auf keinen Fall. Und warum Arthas nicht? Ja, der ist so der Langweilige in der Mitte. Wisst ihr, stehen da genau wie wir. Nicole ist der feiernswerte James. Erik ist der Langweilige in der Mitte. Und ich bin der Typ, dem man nicht vertrauen kann, der Drecksack. Ich wollte eigentlich eine Klinge geben, aber für die ganzen Herbeleidigung kriegst du jetzt keine Klinge. Sehe ich jetzt nicht ein. Ich krieg jetzt Nicole. Ey. Oh. Ja. Ich sterbe. Das halte ich davon, dass du Lina Amanda nicht feierst. Sie hat eben sich über Amanda Mortadella aufgeregt, dass du sie in der Sturmgegend beschwörst. Aber immerhin nicht über sie, sondern nur über meine Unfähigkeit, sie in vernünftigen Gegenden zu beschwören. Ja, okay. Du bist schon die ganze Zeit dabei, Rahea zu mobben, das gefällt mir nicht. Soll ich hier dich mobben, oder was? Weißt du was, geh Rahea mobben, ist in Ordnung. Wo ist das scheiß Problem, Erisch? Jetzt gib mir die Klinge. Kriegt wieder Nicole eine? Nee. Töte mich nicht.
Boah, jetzt mobbt er dich auch, Nicole. Wenn er dich hinrichtet, dann auch richtig. Ah, oh, danke, Erik. Fitz, tu doch was. Die habe ich schon. Ich weiß. Zeichen des guten Willens. Puh, ich glaube. Meint ihr, ein Angriff wird jetzt reichen? Weißt du was? Ich denke ja. Auf jeden Fall. Nicole! Nicole! Erisch! Ihr Potzeuer! Ihr. Oh. Nicole, high five! Da buff ich so viel, um mal glänzen zu können, und dann das! Dann das! Und dann glänzt wieder Nicole, Nick. Vor allem kannst du einfach nicht. Artis, ich will mit James reden. Ach, Rahia. Oh, jetzt kommt er! Jetzt kommt sein Auftritt! Seid ihr bereit? Oh, Märchenprinz? James ist ein ziemlicher Märchenprinz. Hoffentlich werden deine Taten dafür. James! Ich hab nicht mehr zum Bösen wenden. Natürlich! Viel Glück auf deiner Reise. Vor allem seine Stimme ist. Oh, ich fand es so toll, diesen Satz von ihm höre ich mir gleich nochmal an. Hoffentlich werden deine Taten. Was hast du denn nochmal an? Ich nicht mehr zum den Satz von James. Viel Glück auf deiner Reise. Oh! Ich bin so knapp vom Level up. Ja, ich auch. Wir fehlen noch, warte. Ah, das ist jetzt nochmal! Den haben wir ja nicht oft genug gehört. 500 Erfahrungspunkte fehlen mir noch. Mir fehlen noch. Nee, warte mal, 500 nicht gar nicht wahr. Ich fehlen noch 200 Erfahrungspunkte. 23. Mir fehlen noch 200. Okay, Erikscher! Auf in die Halle! Ja, raus hier aus dem Grab. James steht da auch nicht mehr. James. Hallo Marek, du hast auch mehr existiert. James verloren. So ein irrelevanter Typ. Hey, aber das ist Sami Naidu, der einzige lila Mann, den ich toleriere und schätze. Aber trotzdem nicht anspricht. Erisch, vielleicht ja im Staffelfinal, wer weiß. Weißt du was, komm ich immer wieder zu ihm, sonst will er sich so einsam da. Mal schauen, was er zu erzählen hat. Wo ist Nicole? Na Samir, schieß mal los. Na, also? Was? Entschuldigung. Ja, ist der Erik. Lebensmüde? Entschuldigung. Bist du dir ganz sicher, dass er das wirklich vorhat? Grüß dich, Nicole. Erik spricht mal wieder mit dem Nachrichtenmann. Mhm. Ja, das wird eine Schlachterei, würde ich sagen. Aber cool zu wissen. Dankeschön. Nick, pass auf. Wichtige Informationen. Dein Zyklopengehilfe. Ja, der hat auch mal existiert. Hat gesagt, er möchte Nicole herausfordern. Warum das denn? Weiß ich nicht, ich glaube, der ist lebensmüde. Der will jetzt noch. Der will nicht nur ersetzt werden aus dem Team, der will richtig sterben, der Mann. Warte, ich frag nochmal, was los ist. Samir, warum eigentlich? Hast du da irgendwie Informationen oder so ähnlich? Nicole? Ja, Depressionen. Boah. Okay. Ehrenkodex. Was ist Ehrenkodex? Was ist das denn? Ich hab ihn ziemlich gemobbt, der hat Depressionen, mein Gehilfe. Ah, okay, ich verstehe schon. Also erstmal bei Depressionen, Nick. Und zweitens, es geht also um den zyklopischen Ehrenkodex, der besagt, dass Zyklopen nicht so gerne ersetzt werden, sondern lieber im Kampf sterben. Oh. Und dann will er gegen also, Rambo Nicole antreten. Erstens, ja. Und zweitens, Nick, denk mal über dein Verhalten nach. Ich hab den Typen in Selbstmord getrieben. Noch nicht. Aber bald. Nicole, nimmst diese Herausforderung von meinem Zyklopengehilfen an? Natürlich. Und ich glaube. Ja, sehr gut. Sehr gut, das ist Kämpferwille. Ich packe ihn sofort ins Deck. Warte, habe ich irgendein anderes Deck dabei? Nee. Ich muss ihn mehr im Deck drin. Ich packe ihn mal kurz wieder rein, damit ich ihn dann beschwören kann. Oh, nee, ich. Oh, da musst du lang klicken. Egal, ich mach das. So, Zyklopengehilfe. Ist an der Zeit, seinen echten Namen zu verraten. Er hat einen Namen. Nicole kommt ganz gespannt. Hört mir zu. Okay, Dino hört mir zu. Also, sein Name. Er erschüttert manche Leute förmlich, wenn man ihn hört. Er heißt Mathilda. Es war ihm schon immer unangenehm. Und jetzt vor seinem Tod, da muss er noch unehrenvoll sterben. Ich habe seinen Namen preisgegeben. Das ist nicht nett. Seinen Namen?
Es ist einfach Zyklopengehilfe, Mathilda. Nicole, aber ich habe gehört, wenn du gegen ihn kämpfst, dann buffst du dich auch gewaltig, damit er mit so einem richtigen Genickbruch abtritt. Nicht so ein halber, sondern so kabatz und weg ist der Kerl. Da muss ich mir gerade noch ein paar Buffs holen. Okay, mach das. Nicole, soll ich dir helfen beim Buffen? Ich habe ein paar Buffs für dich. Mach doch was? Aber ich glaube, es geht nicht, oder? Echt, weil wir machen einen einzigen... Oh Gott, da ist Patrick. Ah, schnell weg. Oh Gott, ich habe mich so gefreut, ihn in dieser Folge nicht zu sehen. Nein, ich habe eigentlich nichts gegen ihn. Mich hat nur sein Tempo gestört. So in der Öffentlichkeit kann er mir gerne Hallo sagen. Oh. Ja. Oh. Er ist nicht wie Simon. Klinger? Da ist er schon sympathischer. Deutlich sympathischer, weil Simon ist schon echt uff. Simon, ey. Der hat auch mal existiert. Der war auch für tot erklärt. Erisch, wer ist alles bisher bei unserem... Nee, der lebt ja noch. Noch lebt er. Er stirbt gleich, aber... vielleicht tötet er ja Nicole. Wer weiß. Man kann es nicht ausschließen. Also, Wer ist tot? Simon ist tot, Charlek ist tot. Das war's, ne? Haben wir sonst irgendwen für tot erklärt? Nee, ne? Weißt du, es heißt ja, alle guten Dinge sind drei. Ja, Zyklopengehilfe, Randa. Oh, Mathilda! Braucht er mich für den Kampf nie, oder? Nö. Danach endet die Folge. Also, Erisch schaut anscheinend nicht zu, weil er Abendessen geht. Ja. Soll ich mich schon mal verabschieden gehen? Ja. Erik. Okay. Läuft die Aufnahme. Und so übernimmt Nicole. Oh, das ist traurig. Eriks Ersetzung steht. Naja, Erik sagt tschüss. Ja. Verabschiede dich. Tschüss. Das war's mit Erik. Sehr episch. Ja, ne? Okay, Nicole. Dann geht's gleich los. Es geht los. Das passt echt gut. Der Zyklop will einfach hier sterben. Naja, das ist auch die einzige Welt, wo er mitgemacht hat. Das passt einfach. Er wird niemals irgendwas anderes sehen. Und ich kriege ihn direkt auf die Hand. Ich würde übrigens den ganzen Kampf überpassen, Nicole. Okay. Wieso durfte ich nichts auswählen? Okay. Hä, ich durfte... Darfst du wahrscheinlich nicht auswählen. Doch? Ne? Nee, darf ich nicht. Nee, ne? Immer der da dran ist, okay. Das ist neu. Ja. Damit du wahrscheinlich siehst, was ich mache. Das finde ich echt cool. Witzig. Okay, der Zyklopengehilfe passt. Er will dich doch nicht angreifen. Der Junker. Okay, ich verstehe. Bereite mich vor. Oh, gleich wird Mathilda fallen. Ein für alle Mal. Aber sie... würdevoll, Nick. Ja. Würdevoll von... Oh, jetzt greift er dich an. Oh, ich hoffe, ich halte Stand. Uiuiui. Hey! Oh, Verschiebung! Ja, oder noch Kotze. Das ist so traurig. Mathilda kommt einfach wieder, um zu sterben. Das ist echt ein bisschen traurig. So. Nicole, rammst du ihm ein Schwert mit deiner Seraph rein oder was ist der Plan? Ja, ich glaube, das ist der Plan, ja. Guck mal, Mathilda denkt, ich mache irgendwas. Da bin ich hier nur reiner Zuschauer. Weißt du, was witzig wäre, wenn ich im Endeffekt einfach dich angreife? Jetzt suche ich eiskalt. Nein. Keine Sorge, ich halte mich an unsere Vereinbarung. Am Ende nimmst du dann mit Erik das Let's Play, weil ich sterbe hier. Ja, Erik und ich, wir haben halt einen Plan geschmiedet, ne? Was soll ich da machen? Mich an die Abmachung halten. Er macht jetzt ein bisschen mehr Schaden. Er und sein Bruder, scheiße. Ist das dein Vater? Man weiß es nicht, ist bald auch egal, er ist bald tot. Machen wir uns darüber keine Gedanken. Oder du stirbst, Nicole. Dann war das wohl der letzte Gastauftritt, wenn du hier gegen Mathilda stirbst. Das kannst du nicht zulassen. Ich hab ein bisschen Angst. Ja, oder? Am besten heilst du dich gleich. Ich bin
in voller Absicht. Kann ich nicht zulassen. Oh, zu legendär. Oh, Mathilda holt wieder zum Angriff aus. Ah, aber es wird nichts. Man sieht, es ist mein Gehilfe. Ach, Nicole, das ist Folge 49. Die nächste oder die übernächste Folge wird tatsächlich das Staffelfinale sein. Es ist dann erstmal wieder vorbei. Richtig durchgebuttert. Aber, weil das heißt hier richtig durchgebuttert, wir nehmen diesmal tatsächlich über einen Monat auf. Die letzte Staffel, die hatten wir in einer Woche durchgenommen. Oh. Ich nehme alles zurück. Aber da hattet ihr Ferien. Das stimmt. Das stimmt. Ja, und die nächste werden wir tatsächlich schon während die hier veröffentlicht wird drehen. Ja, ich kündige es jetzt hier an. Es wird eine dritte Staffel geben. Ist das nicht der Hammer? Wir gehen in die Verlängerung. Ja, das ist der Hammer. Ich freue mich schon auf die Staffel. Ja, die wird super. Also, ich kenne ja jetzt fast die ganze Staffel hier. Und ich muss sagen, ich finde sie deutlich besser als Staffel 1. Weil bei Staffel 1 mussten Erik und ich uns noch so langsam aufeinander abstimmen. Und hier waren wir direkt aufeinander abgestimmt. Und allgemein fand ich die Folgen auf einer Seite humorvoller, aber auch spannender gestaltet. Wir hatten ja auch wirklich spannende Kämpfe dabei. Mehr Tode als in der ersten Staffel. Da sind wir beide nur einmal im Golemturm gestorben. Ich habe leider die Nase vorn bei den Toten. Bei Staffel 3 wird es natürlich anders. Genau. Oh, kommt jetzt der Genickbruch? Ist es soweit für Mathilda zu sterben? Es ist soweit. Ja, ich wollte sie eh nicht mehr im Team haben, aber sie wollte ja sterben unbedingt. Ein ehrenvoller Tod durch einen Seraphen ist gut. Nicole, gib alles! Hol alles raus, was du kannst! Kavaz! Boah! 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 Die ist an Magenschmerz gestorben. Also dann, Nicole, ich geh da mal. War mir eine Ehre. Ah, oh, super. Nicole, kommst du nochmal hier hin? Ach komm, wir gehen in mein Zuhause, um das hier zu machen. Oh, wie fies! Weil ich geflohen bin, habe ich mein ganzes Mana verloren. Frechheit. Also, ich wollte diesen die Sieg Natur? Schenken. Oh. Süß, ne? Es sieht noch so aus wie in Staffel 1, wo ich es am Ende eingerichtet habe. Sehr schön. Ja, hier werde ich es auch weiter einrichten, weil ich habe einige Möbelstücke bekommen. Aber es kommt dann wieder so beim Staffelrückblick. Ja. Nicole. Nicole. Ja. Vielen lieben Dank fürs Dabeisein, möchte ich meinen. Also, es waren super viele Folgen, wo du dabei warst. Kein Gast war in dieser Staffel so oft hier vertreten wie du. Und ich muss einfach sagen, du hast geliefert. Du hast einem von Erik und mir erschaffenen Charakter einen Tod beschert. Und deshalb fliegt er jetzt ja auch aus dem Team. Boah, eh nie wirklich drin war. Dieser absolut vergessene Zyklopengehilfe. Er wird uns nicht fehlen. War eh schon seit 6 Folgen nicht mehr dabei. Aber gut. In diesem Sinne. Nicole, ich übergehe das letzte Wort an dich, weil es werden keine Gastauftritte mehr in dieser Staffel folgen, weil ich so gut wie vorbei. Und deshalb lass ich jetzt nochmal einen Gast reden. Ja, vielen Dank. Ich fand's super. Es hat mir Spaß gemacht. Gerne in der nächsten Staffel wieder vielleicht. Wer weiß. Es war schön. Man sieht sich beim Rasenmähen.